Ja, einen wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zum Pressebriefing anlässlich der ersten Genehmigung der klinischen Prüfung eines Impfstoffs gegen Covid-19 in Deutschland. Mein Name ist Carola Lübbing, ich bin Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit im Paul-Ehrlich-Institut und begleite Sie durch die Veranstaltung. Ich begrüße außerdem ganz herzlich die beiden Referenten, zum einen den Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts und Gastgeber des heutigen Briefings, Professor Klaus Sichotek, und zum anderen aus Mainz dazugeschaltet, der CEO des Mainzer Biotechnologieunternehmens BioNTech, Professor Uğur Şahin. Wir zeichnen die Veranstaltung auf und versuchen auch, die Veranstaltung auf YouTube zu streamen, aber da müssen wir schauen, ob es funktioniert. Nach der Präsentation können Sie Fragen stellen, entweder mündlich, dann bitte ich Sie, ein virtuelles Handzeichen zu geben. Da gibt es so ein kleines Icon in der Rubrik Fragen und Antworten, das können Sie dann nutzen. Oder Sie können auch schriftlich durch Eingabe, durch Nutzung des Fragen- und Antwortenfeldes eine Frage stellen. Und damit übergebe ich jetzt das Wort an Herrn Professor Psychotech. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie alle teilnehmen. Ich möchte Sie herzlich zu diesem Pressebriefing des Paul-Ehrlich-Instituts begrüßen. Paul-Ehrlich-Institut als Bundesinstitut für Impfstoff- und biomedizinische Arzneimittel hat ja mit den Genehmigungen und der Unterstützung der Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 zu tun. Das heutige Pressebriefing steht unter dem Titel, dass die erste Genehmigung einer klinischen Prüfung eines Covid-19-Impfstoffs in Deutschland tatsächlich erfolgt ist. Ich freue mich auch sehr, dass ich Professor Uğur Şahin von der Firma BioNTech begrüßen darf, der ebenfalls Teil dieser Präsentation sein wird. Vielleicht darf ich Ihnen zunächst die Agenda zeigen. Auf der Agenda heute steht, dass wir zunächst über die Rolle des Paul-Ehrlich-Instituts bei Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln sprechen möchten. Als nächstes sprechen wir dann über die Grundzüge der Genehmigung der klinischen Prüfung und Herr Professor Şahin wird uns Details der Studienplanung der Firma BioNTech nahebringen. Mit einem Ausblick schließen wir dann und dann sind wir natürlich gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Zunächst vielleicht nochmal zu dem Impfstoff selber. Es handelt sich um einen RNA-Impfstoff, basierend auf ungefährlicher Erbinformation des Coronavirus 2. Der Impfstoff ist präventiv und der Impfstoff ist spezifisch. Das heißt, das ist genau die Art von Produkt, die wir zur Bekämpfung der Pandemie wirklich in Zukunft brauchen werden. Vielleicht darf ich kurz erklären, warum das Paul-Ehrlich-Institut als Bundesinstitut und unabhängige Bundesoberbehörde die Firma BioNTech mit ihrem CEO Uğur Şahin eingeladen hat, an diesem Pressebriefing teilzunehmen. Es ist so, dass wir gehalten sind, die Informationen der Unternehmer, der Antragsteller uns vertraulich zu behandeln. Das trifft auch zu auf frühe klinische Prüfungen. Und wir haben uns deswegen entschlossen, Herrn Şahin einzuladen zu diesem Briefing, weil er von seiner Seite dann öffentlich machen kann, was zu dieser klinischen Prüfung zu sagen ist. Ich möchte Ihnen nun zunächst nochmal die Rolle des Paul-Ehrlich-Instituts in diesem Prozess klar machen. Wenn Sie hier sehen, geht es von der Discovery, also der ersten Entdeckung des Erregerbestandteils, der einen Schutz gegenüber Covid-19 hervorbringen könnte, der Wahl der richtigen Impfstoffplattform über nichtklinische Untersuchungen, dann zur Herstellung, die qualitätsgesichert erfolgen muss für die Erstanwendung am Menschen. Dann geht es über klinische Prüfungen der Phasen 1, 2 und 3 konventionellerweise in die Zulassung, die für solche Art Impfstoffe nach Koordination eines zentralisierten Verfahrens durch die Europäische Arzneimittelagentur Bewertung der Experten des Paul-Ehrlich-Instituts dort und anderer Experten und Expertinnen der anderen Mitgliedstaatenbehörden in die Zulassung durch die Europäische Kommission und dann in die Standardanwendung nach Empfehlungen in Deutschland durch die Ständige Impfkommission.
Was ist unsere Rolle als Paul-Ehrlich-Institut? Nun, unsere Rolle betrifft einmal den Schutz der Probanden vor erkennbaren Risiken, ganz wichtig. Diese Risiken müssen natürlich auch soweit möglich vor der Erstanwendung am Menschen, vor der ersten klinischen Prüfung betrachtet und bewertet worden sein. Zum anderen liegt uns aber auch am Herzen, die Impfstoffentwicklung zu unterstützen, denn schließlich würden wir alle davon profitieren, einen Coronavirus-2-Impfstoff zur Verfügung zu haben. Die Key Functions des Paul-Ehrlich-Instituts sind hier ebenfalls auf dieser Präsentation nochmal dargestellt. Zum einen ist dies die wissenschaftliche Beratung, koordiniert durch eine Anlaufstelle, das Innovationsbüro des Paul-Ehrlich-Instituts. Und diese wissenschaftliche Beratung begleitet eigentlich den gesamten Entwicklungsweg. Das zweite ist die Unterstützung der zuständigen Landesbehörden bei der Erstellung und Erteilung der Herstellungserlaubnis. Hier werden Inspektionen durchgeführt, auch unter Beisein von Experten und Expertinnen des Paul-Ehrlich-Instituts. Und dann kann die entsprechende Herstellungserlaubnis erteilt werden. Die Genehmigung der klinischen Prüfung in Deutschland obliegt ebenfalls dem Paul-Ehrlich-Institut. Als weitere Voraussetzung ist eine positive Stellungnahme der zuständigen Ethikkommission selbstverständlich notwendig. Und danach geht es in die Bewertung der Zulassungsanträge in unserer Rolle in den Gremien der Europäischen Arzneimittelagentur. Aber selbst nach erfolgter Zulassung nimmt das Paul-Ehrlich-Institut oder eine andere Mitgliedstaatenbehörde, ein Official Medicines Control Laboratory, die experimentelle Arzneimitteltestung, Impfstofftestung vor und gegebenenfalls die Freigabe jeder einzelnen Charge. Und selbstverständlich gerade bei Impfstoffen ist, dass Nebenwirkungen, mögliche Verträglichkeitsprobleme auch nach der Zulassung bei der breiten Anwendung solcher Impfstoffe betrachtet werden. Und diese Nebenwirkungsbeobachtung obliegt ebenfalls dem Paul-Ehrlich-Institut. Nun ganz spezifisch in diesem Falle und in vielen anderen Fällen, wie Sie sich das momentan vorstellen können, nicht nur bei präventiven Impfstoffen, sondern auch bei den biomedizinischen Therapeutika, die schwerkranken Covid-Patienten helfen sollen, unterstützt das Paul-Ehrlich-Institut, wie geschildert, durch die Beratung. Das ist die nationale wissenschaftliche Beratung über innovation@pi.de, früh über den gesamten Entwicklungsweg, unkompliziert, schnell zugänglich. Zum anderen führen wir hin zum Scientific Advice der Europäischen Arzneimittelagentur, der gegeben wird von den Expertinnen und Experten der Arzneimittelbehörden der europäischen Mitgliedsländer. In der späteren Entwicklungsphase dann geht es hier um die Vorbereitung des Zulassungsantrags und das Design der pivotalen gültigen klinischen Prüfungen vorstellen eines Zulassungsantrags. Das Paul-Ehrlich-Institut ist unique und teilt diese Eigenschaft mit zum Beispiel der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA, dass wir auch selber Hands-on-Erfahrung generell mit Impfstoffen durch unsere Forschungsarbeiten im Labor haben. Hier haben wir eigene Arbeiten vorgenommen im Zusammenhang mit dem DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, zur Sicherheit und der Eignung von bestimmten Impfstoffplattformen gegen COVID-2-Infektionen, Zika oder MERS-Coronavirus. Und hier haben wir natürlich eigene Programme laufen. Wir als Paul-Ehrlich-Institut werden natürlich diese entsprechenden Forschungen nicht in eine Produktentwicklung münden lassen, denn diese Produktentwicklung ist überlassen anderen akademischen Antragstellern und der Industrie selbstverständlich. Sehr wichtig in der jetzigen Phase ist die internationale Harmonisierung, selbstverständlich auch die Absprache mit BMG, anderen Ministerien und die nationale Politikberatung. Also Sie werden wahrgenommen haben, dass die Europäische Arzneimittelagentur sich auf Zulassungsanträge vorbereitet, die Weltgesundheitsorganisation WHO mit Gremien an validen Tiermodellen arbeitet oder auch Leitlinien für das Design wichtiger klinischer Prüfungen erstellt hat. Wir sind global vernetzt über die Leiter der global agierenden Arzneimittelbehörden, aber auch der europäisch agierenden Arzneimittelbehörden HMA. Soweit zur Rolle des Paul-Ehrlich-Instituts, das heißt regulatorisch unterstützend begleitend
Sicherheit gewährleisten für einzuschließende Probanden in klinischen Prüfungen. Ich möchte jetzt kurz auf den nächsten Teil eingehen, die Grundzüge der Genehmigung der vorliegenden klinischen Prüfung, denn es wird Sie möglicherweise interessieren, was haben wir für Kriterien angelegt, was haben wir von den Antragstellern verlangt beizubringen, bevor eine Erstanwendung am Menschen genehmigt wird. Die Grundzüge hier sind, dass natürlich erst eine Impfstoffplattform gewählt werden musste. In diesem Falle sind das unterschiedliche RNA-Technologien, die Sie noch dargestellt bekommen werden. Wichtig für uns war, es gibt schon Erfahrungen auch in der Literatur mit dieser Technologie. Zweitens, auch der Antragsteller hier hat bereits klinische Erfahrungen mit RNA-Tumorimpfstoffen zur Therapie, die auch dem Paul-Ehrlich-Institut bekannt sind aufgrund der Genehmigung solcher klinischen Prüfungen durch das Paul-Ehrlich-Institut. Ein wichtiger Punkt ist die Entdeckung des immunschutzergebenden Erregerbestandteils. Hier ist es wichtig wahrzunehmen, dass ja viele der Entwickler inklusive des Paul-Ehrlich-Instituts aufgrund Entschuldigung, vorheriger Arbeiten am MERS-Coronavirus das Spike-Protein des SARS-CoV-2 identifiziert haben als der relevante Erregerbestandteil, der einen Schutz vor der Infektion mit dem Erreger darstellen kann. Das heißt, das Spike-Protein oder ein Teil davon wird Antigen sein. Antigen ist der Wirkstoff im Impfstoff, der einen spezifischen Schutz gegen die Infektion ergeben soll. In diesem speziellen Falle ist es so, dass der Bauplan, also die Erbinformation für dieses Spike-Protein, nochmal modifiziert wird für eine bestimmte Faltung, Konformation, wie wir sagen, dieses Spike-Proteins und dass auch eine bestimmte Domäne, hier die rezeptorbindende Domäne, benutzt werden kann, um einen Immunschutz gegen den Erreger hervorzurufen. Wichtig für die Genehmigung einer klinischen Prüfung, einer Erstanwendung, ist die qualitätsgesicherte Herstellung der RNA. In diesem Falle wird die RNA durch, was wir nennen, eine In-vitro-Transkription auf der DNA-Erbinformation als Template stattfinden. Es können hier relativ große RNA-Mengen in kurzer Zeit dargestellt werden. Die Herstellung muss in größerem Maße erfolgt sein. Das Upscaling, um geeignete Impfstoffmengen für die Phase 1-2 klinische Prüfung darzustellen. Danach kommt der Part der Formulierung des Impfstoffes. Sie wissen, Erbinformation muss hier nach der Injektion, zum Beispiel in den Muskel, übernommen werden von einigen wenigen Körperzellen. Dazu ist eine Formulierung notwendig mit sogenannten Lipid-Nanopartikeln, die wasserlöslich sind. Und diese Formulierung und Abfüllung muss natürlich auch passieren. Die Chargenprüfung beim Hersteller ist dann eine notwendige Voraussetzung. Die Identität der RNA muss nochmal festgestellt werden nach der Herstellung. Die Spezifikation ist festgelegt im Antrag. Hier geht es um den Anteil der RNA und der anderen Hilfsstoffe in der jeweiligen Formulierung. Sie sehen hier auch nochmal die zwei unterschiedlichen Konformationen des Covid-19-Spike-Glykoproteins, die geschlossene Konformation, die etwas geöffnete Konformation, Präfusion. Nun, vor Genehmigung einer klinischen Prüfung sind aber weitere Vorleistungen notwendig. Es geht darum festzustellen, dass der mit diesem Prozess hergestellte Impfstoff tatsächlich immunogen ist. Das heißt, dass er in der Lage ist, eine spezifische Immunantwort gegen den Erreger darzustellen und zu erzeugen. Dazu sind entsprechende Versuche im der Maus notwendig. Hier gibt es auch eine erste Idee der notwendigen Dosis für eine solche Erzeugung der Immunantwort. Die Menge RNA pro Dosis muss festgestellt werden. Es muss festgestellt werden, wer das Impfthema eine einmalige oder eine zweimalige Impfung, ein sogenanntes Prime Boost, wie wir sagen, beinhalten und was ist ein idealer zeitlicher Abstand. Solche Versuche werden häufig an Mäusen vorgenommen. Sehr wichtig ist auch festzustellen, dass der Impfstoff grundsätzlich verträglich sein wird. Das heißt, hier sind sogenannte toxikologische Untersuchungen an der Ratte notwendig bei wiederholter Impfstoffgabe. Da ziehen wir auch Plattformdaten natürlich heran, aber auch spezifische für das Produkt. Es geht um allgemeine Organschäden, Testung der lokalen Verträglichkeit
Und nicht zuletzt muss festgestellt werden, zumindest in der Zellkultur vor der Erstanwendung, dass auch mit dem RNA-Produkt das gewünschte Antigen, in diesem Fall Spike-Protein oder Rezeptorbindungsdomäne, tatsächlich gebildet werden. Nun, was ist das Ziel der jetzt genehmigten klinischen Prüfung? Da ist es so, dass Sicherheit, Verträglichkeit und Immunantwort im Vordergrund stehen. Wie geschildert, muss auch klargestellt sein, dass im Menschen eine spezifische Immunantwort mit einer bestimmten Dosierung erreicht werden kann. Und das Impfschema muss festgelegt werden. Das heißt, das im Tierversuch gefundene Impfschema ist auch geeignet, beim Menschen eine Immunantwort zu erzeugen. Es geht ganz wichtigerweise um Fragen der Arzneimittelsicherheit, generelle Verträglichkeit, kommt es zu Fieber, Kopfschmerz, Unwohlsein, die lokale Verträglichkeit, hier geht es um Hautrötung, vielleicht Druckstellen, muss nachgewiesen werden oder beobachtet werden, so wie sie überhaupt vorkommen. Die Pharmakologie, Kinetik, Immunantwort ist wichtig über den Antikörpernachweis. Für uns ist relevant das Verhältnis neutralisierender zu bindender Antikörper, die richtige Balance der Immunantwort, weil es hier aus anderen Impfstoffentwicklungen manchmal Hinweise auf theoretische Risiken gibt. Genehmigt wurde jetzt ein Teil A der klinischen Prüfung mit 200 Personen ohne weitere Kontrollen. Wie geht es weiter? Es wird einen Teil A und einen Teil B geben. Wir lassen uns vom Paul-Ehrlich-Institut zwischendurch einen Bericht vorlegen, um dann zur Genehmigung der Teil-B-Studie zu kommen. Inkludiert werden sollen nach den Plänen des Antragstellers gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 55 Jahren. Und es ist auch daran gedacht, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt wahrzunehmen, Risikopersonen in Teil-B, das können Personen sein, größer 55 Jahre alt, gesund oder Personen mit Vorerkrankungen oder besonders Infektionsrisiko. Wichtig für uns ist die Beobachtung des Zytokinprofils im Blut. Das hat zu tun mit der Balance der entsprechenden Immunantwort. Damit zu tun hat auch die Balance neutralisierender versus bindender Antikörper. Und wir möchten sicherstellen, dass keine besonderen Risiken, die manchmal bereits in der Presse erwähnt wurden, wie das Antibody-Dependent Enhancement, also eine durch Antikörper verstärkte Infektion nach der Impfung oder klar eine Enhanced Respiratory Disease, das heißt eine verstärkte Krankheit, auftreten. Die entsprechenden Modelle sind auf WHO-Ebene gerade noch in der Diskussion. Wir werden auf jeden Fall vor der Phase 2 weitere Daten auch am Tier dazu verlangen. Das war soweit meine Darstellung der Kriterien, die das Paul-Ehrlich-Institut angelegt hat zur Genehmigung der ersten klinischen Prüfung. Ich freue mich, dass wir diese Genehmigung auch in sehr kurzem Zeitrahmen erteilen konnten. Hierzu waren eine Reihe von sehr konstruktiven Gesprächen mit dem Antragsteller beim Paul-Ehrlich-Institut durchzuführen. Heutzutage selbstverständlich genau wie jetzt per WebEx. Und Nach einer Phase, in der Teile des Antrags vorab von uns begutachtet wurden, Fragen, Rückfragen gestellt wurden, diese vom Antragsteller beantwortet wurden, sind wir dann am Ende innerhalb von 4 Tagen zum Abschluss gekommen, konnten die Genehmigung der klinischen Prüfung bescheiden. Das am Anfang dieser Woche. Das heißt, Sie sind die Ersten, die diese Mitteilung erhalten. Ich glaube, das gibt uns allen Hoffnung, dass jetzt sehr gute Impfstoffentwicklung vorangetrieben werden können, dass auch akademische und industrielle Entwickler in Deutschland bereit sind, diese Entwicklung mit voranzutreiben, sich dort einzusetzen. Und wir freuen uns, die ersten Ergebnisse zu sehen. Damit möchte ich schließen und möchte den Ball übergeben an Professor Sahin, der Ihnen weitere Details zu der klinischen Prüfung erläutern wird. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Professor Sichotek, für die Einführung. Ich möchte das Projekt, unser Programm Covid-19-Impfstoffe jetzt aus der Sicht des Unternehmens darstellen und dabei auch auf die Mechanismen des Impfstoffkandidaten eingehen.
Also Impfstoffe stellen eine dauerhafte Lösung für die Covid-19-Pandemie dar. Wir müssen, wie viele andere Experten auch, davon ausgehen, dass wir mit dieser Pandemie auch längere Zeit, die nächsten 2 Jahre, zu tun haben werden. Und die einzige dauerhafte Lösung ist die Produktion von Immunität. Unsere Zielsetzung ist die schnelle Entwicklung und klinische Testung von idealerweise gut verträglichen, sicheren Schutzimpfstoffen für die Prävention von Covid-19. Wir nutzen dafür unsere mRNA-Technologien. Wir haben mit unseren Technologien vor allem die Erfahrung in der Onkologie, wo wir aber ähnliche Mechanismen, nämlich die Aktivierung des Immunsystems und die Induktion von Immunantworten induzieren. Das wichtigste Element, physiologische Element einer Impfung ist die Induktion einer lang andauernden Gedächtnisimmunantwort. Hierbei wollen wir eine Immunantwort gegen wichtige Komponenten des SARS-CoV-2-Viruses induzieren und damit vor Infektion schützen und vor Krankheit schützen und haben dafür in einem Forschungs- und Entwicklungsprogramm 4 klinische Impfstoffkandidaten identifiziert. Wir möchten klinische Studien hier in Deutschland beginnen mit der Genehmigung der Studie. Wir haben aber auch Interesse, ein globales Entwicklungsprogramm aufzusetzen. Wir haben dazu Partnerschaften mit dem Unternehmen Pfizer. Das ist eine Kooperation weltweit, Entwicklung weltweit von Covid-19-Impfstoffen außer China. Und wir haben für China selbst eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Fosun Pharma. Auf der rechten Seite sehen Sie, was die Zielsetzung, die immunologische Zielsetzung ist. Wir wissen, dass die Bevölkerung und Menschen keinen vorbestehenden Impfschutz gegen dieses neue Virus haben. Es besteht also keine Immunität und wir müssen davon ausgehen, dass jeder Einzelne empfänglich ist für eine Infektion. Und die Zielsetzung einer Immunisierung ist, Sie kennen das von der Masernimpfung, dass man durch die Applikation des Impfstoffes, in den meisten Fällen wird der Impfstoff zweimal appliziert, eine Immunantwort induziert und diese Immunantwort durch eine Boosterreaktion nochmal verstärkt und dadurch eine Immunantwort bekommt, die über Monate, ja Jahre anhalten kann. Das, was wir hier testen wollen, sind Impfstoffe, die nach zweifacher Applikation, also Prime-Boost-Impfstoffe, evaluiert werden auf Immunantworten. Und wir haben auch einen Impfstoffkandidaten, bei dem wir davon ausgehen, dass auch eine einfache Injektion die Wirkung haben könnte. Ich möchte Ihnen ganz kurz den Mechanismus von mRNA-Impfstoffen darstellen. Professor Sichotek hat schon das Grundkonzept dargestellt. Die Wirkungsweise von mRNA-Impfstoffen ist, dass die Einbringung von genetischer Information, diese Information ist auf der mRNA kodiert. Wir nehmen diese mRNA und verpacken sie in sogenannte Lipid-Nanopartikel, die zwei Funktionen haben. Zum einen ein Schutz bieten, damit die mRNA im Körper nicht schnell abgebaut wird. Und zum anderen ermöglichen, dass diese mRNA in Körperzellen aufgenommen wird. Das Besondere ist, dass der eigene Impfstoff, das Impfstoffantigen, in Körperzellen hergestellt wird und dem Immunsystem präsentiert wird und das zu einer Immunantwort führen kann. Und durch das Auslassen der Proteinherstellung in der Herstellung können wir sehr viel Zeit gewinnen. mRNA-Impfstoffe haben gleichzeitig auch die Eigenschaft, dass sie das Immunsystem stimulieren und dadurch bekommen wir entsprechend Antikörper als auch T-Zellantwort. Wir glauben, dass aufgrund dieser Eigenschaften, aufgrund der positiven Eigenschaften mRNA-Pharmazeutika besonders als Pandemie-Impfstoffe sich eignen. Es handelt sich dabei um ein natürlich vorkommendes
genetisches Molekül und wir stellen dieses genetische Molekül, was auch im Körper, in jeder Körperzelle vorkommt, synthetisch her. Es ist ein biochemisch sehr präzise definiertes Biopharmazeutikum. Wir können es herstellen in hoher Reinheit und frei von tierischen Produkten. Es benötigt kein zusätzliches Adjuvant, das heißt, die mRNA selber hat immunstimulierende Eigenschaften. Wir wissen aus einer Vielzahl von Studien, dass mRNA-Impfstoffe Antikörper und TZ-Antworten induzieren können, insbesondere auch in niedriger Dosierung. Wir haben bisher Sicherheits- und Aktivitätsdaten in mehr als 400 Krebspatienten in klinischen Prüfungen erarbeitet und konnten dadurch auch das Profil, das Verträglichkeitsprofil von mRNA-Impfstoffen adressieren. Ein besonderer Vorteil ist, dass diese mRNA-Impfstoffe dadurch, dass sie in niedriger Konzentration ihre Wirkung entfalten, in einer hohen Skalierbarkeit Impfstoffe hergestellt werden können. Wir sprechen hier in einem Wirkungsbereich von 100 Mikrogramm bis 1 Mikrogramm. Das heißt, die Menge, die wir von diesen mRNA-Impfstoffen applizieren für die Immunisierung, liegt im Bereich in der Menge von ungefähr 5 Sandkörnern in der Maximaldosierung oder ein 20-Soll Sandkorn in der minimalen Dosierung. Das Besondere ist, dass man mRNA-Impfstoffe schnell entwickeln kann. Wir wissen, wir kennen den Erreger, wir haben die genetische Information des Erregers ab dem 16. Januar vorliegen. Diese Information oder Teile dieser Information können in einer mRNA eingebaut werden und dann die mRNA entsprechend verpackt und zur klinischen Testung gebracht werden. Cichotec hat schon die Impfantigene erwähnt, die wir nutzen wollen. Hier ist nochmal schematisch dargestellt, wie das Virus Körperzellen infiziert. Das Virus nutzt dafür das sogenannte Spike-Protein und das Spike-Protein bindet an ein Körperprotein, das ACE2. Und diese Interaktion ist unerlässlich für die Aufnahme des Virus. Und eine Zielsetzung einer Impfstoffantwort ist diese Interaktion durch die Bildung von Antikörpern genau gegen das Spike-Protein zu schützen. Das Spike-Protein ist hier nochmal in einem 3D-Modell des Virus dargestellt. Man sieht richtig, dass diese Proteine von außen sichtbar sind und dass sie eine Struktur aufweisen, die jetzt vor wenigen Wochen auch durch Kristallanalyse aufgelöst worden ist. Und das ist die Publikation aus Science, die Kristallstruktur dieses Spike-Proteins darstellt. Und Sie sehen, dass hier in diesem Spike-Protein eine besondere Domäne ist, die sogenannte Rezeptorbindungsdomäne, die Bindung an den Rezeptor vermittelt und für 90% der Bindung verantwortlich ist. Entsprechend haben wir jetzt Impfstoffkandidaten hergestellt, die auf der einen Seite das gesamte Spike-Protein als Antigen benutzen, um dadurch dem Immunsystem eine möglichst große Fläche zum Angriff zu geben. Und auf der anderen Seite haben wir sogenannte Subunit-Impfstoffe hergestellt, die gegen die RBD-Domäne gerichtet sind, um einen präzisen Angriff genau dieser Domäne, die den Eintritt des Virus ermöglicht, zu leisten. Wir nutzen für unsere Impfstoffe Plattformen, die wir in den letzten 20 Jahren entwickelt haben. Insgesamt sind das drei mRNA-Plattformen, die wir nutzen. Das ist die sogenannte Uridin-mRNA. Das ist eine Form der mRNA, die besonders starke Adjuvanz und immunstimulierende Wirkung entfaltet und dadurch in der Lage ist, starke Antikörperantworten und sogenannte zytotoxische T-Zellen, CD8-T-Zellen zu induzieren. Dies in relativ geringen Dosen. Wir haben eine zweite Plattform, die nukleosid-modifizierte mRNA. Hierbei sind die immunstimulierenden Bereiche der mRNA maskiert oder zum Teil maskiert. Dadurch haben wir eine mRNA, die eine geringere Adjuvanzwirkung hat, aber
dafür besonders stark und lange exprimiert wird. Sie induziert sehr starke Antikörperantworten und induziert dann besondere Formen von Immunzellen, CD4-T-Zellen, die in der Lage sind, diese Antikörperantworten, aber auch CD8-T-Zellen zu stimulieren. Wir haben eine dritte Plattform, die gerade für die Pandemiesituation sehr interessant sein könnte. Das ist eine mRNA, die nach Aufnahme in der Zelle sich erstmal vermehren kann. Diese beiden mRNAs werden relativ schnell abgebaut. Diese mRNA kann in der Kopienzahl erstmal durch eine Selbstamplifikation zunehmen. Dadurch erwarten wir uns, dass eine singuläre Injektion, eine einfache Immunisierung ausreicht, weil diese mRNA besonders lange aktiv ist. Wir haben auch in präklinischen Experimenten auch für diese Form von mRNA sehr starke Antikörperantworten und sehr starke T-Zellantworten gesehen. Das Besondere dieser mRNA ist, dass zumindest in präklinischen Experimenten wir eine 60-fach geringere Dosierung im Vergleich zu diesen mRNA benötigen, um eine vergleichbare Immunantwort zu machen. Wie Professor Sichutek erwähnt hat, haben wir mit diesen Plattformen, mit diesen beiden Plattformen klinische Erfahrung und mit dieser Plattform bisher präklinische Erfahrung. Wir haben hier in der Entwicklung besondere technologische und wissenschaftliche Errungenschaften in den letzten Jahren erarbeitet, die uns erlauben, besonders potente Impfstoffe herzustellen, die in der Lage sind, genau in der richtigen Dosierung eine Immunantwort zu induzieren. Ich möchte Ihnen ganz kurz wie das Programm entstanden ist und wie wir das in Zusammenarbeit mit den Behörden und ich möchte vorweg sagen, das ist eine exzellente Kooperation und Zusammenarbeit gewesen ist, die uns ermöglicht hat, dieses Projekt innerhalb von weniger als 3 Monaten zu entwickeln. Wir haben mit dem Forschungs- und Entwicklungskonzept am 16. Januar begonnen und haben innerhalb von 2 Wochen ein Forschungskonzept entwickelt und am 29. Januar dieses Jahres die Forschungsaktivitäten in der BioNTech begonnen. Und wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, dass wir dieses ambitionierte Programm, und das Programm wird intern innerhalb des Unternehmens als Lightspeed-Projekt bezeichnet, weil wir wirklich den schnellstmöglichen Weg für die Entwicklung nutzen wollen. Wir haben das Entwicklungsprogramm mit dem Paul-Ehrlich-Institut zu 3 verschiedenen Terminen besprochen, am 6. Februar, am 20. März. Am 20. März auch unter Teilnahme eines Mitglieds aus der Ethikkommission und am 8. April diesen Jahres. Wir haben uns im Februar auf die Vorgaben des Paul-Ehrlich-Instituts, welche Datensätze vorliegen müssen, welche Sicherheitsuntersuchungen gemacht werden müssen und wie das Produkt hergestellt und charakterisiert werden soll, geeinigt und haben dann nach wenigen Wochen die Daten präsentiert und nochmal vor der Einreichung unserer Dokumente am 8. April die Daten präsentiert und nochmal das Feedback des Paul-Ehrlich-Instituts genommen. Die Schwierigkeit, die wir überwinden mussten, ist, dass wir zunächst einmal Testsysteme entwickeln mussten für die Analyse von SARS-CoV-2-Immunantworten, die vakzininduziert sind. Diese Assays müssen üblicherweise wissenschaftlich validiert sein. Wir haben das parallel gemacht, als die ersten Reagenzien verfügbar waren. Wir haben dann die über 20 Kandidaten hergestellt und sie getestet. Und aus diesen 20 Kandidaten haben sich 4 klinische Kandidaten herauskristallisiert, die besonders starke Immunantworten in niedriger Dosierung machen. Diese Kandidaten oder Vertreter dieser Kandidaten wurden dann in der GLP-Toxizitätsstudie in Ratten untersucht. Wir haben die Impfstoffaktivität im Tierversuch auf T-Zellen und Antikörper untersucht und wir haben die Impfstoffe in klinischer Qualität hergestellt und geprüft, ob die Qualität entsprechend den Anforderungen der Behörden, der internationalen Behörden entspricht.
Mit den Daten haben wir den Zulassungsantrag gestellt. Die erste Einsendung der Dokumente war am 9. April. Wir haben dann Empfehlungen von der Ethikkommission und vom Paul-Ehrlich-Institut bekommen, die wir dann in der Wiedereinreichung berücksichtigt haben. Und die Wiedereinreichung war am 18. April. Und das Paul-Ehrlich-Institut und die Ethikkommission Baden-Württemberg haben dann schnell reagiert und am 21. April die Genehmigung der Studie für das erste der vier Kandidaten ausgesprochen. Wir haben derzeit weitere Zulassungsanträge in Vorbereitung für Studien in den USA und in China. Das ist jetzt das Produkt, das ist das Icon des Produkts, die mRNA, die eingepackt ist in sogenannte Nanopartikel. Das ist das freigegebene Impfstoffpräparat für das erste Vakzin. Und hier sehen Sie noch eine elektronenmikroskopische Aufnahme des Impfstoffs. Sie sehen, dass das tatsächlich so kugelförmige Vesikel sind, die RNA in ihrem Zellinnern haben. Und dementsprechend entsprechend mRNA-Impfstoffe haben viele Ähnlichkeiten mit Viren, sind aber natürlich dadurch, dass sie sich im Körper nicht vermehren können, im Vergleich zu viralen Impfstoffen sicherer. Herr Professor Sichertek hat schon die klinische Studie zusammengefasst. Wir wollen vier Impfstoffkandidaten testen. Jeder Impfstoffkandidat wird sequenziell genehmigt. Jeder Impfstoffkandidat wird separat evaluiert. Dosierungen von 1 Mikrogramm bis zu 100 Mikrogramm werden getestet. Und wir werden auf der einen Seite Prime-Boost-Protokolle, also Injektionen und wiederholte Injektionen testen, versus einfache Injektionen für einen unserer Impfstoffkandidaten. Wir haben auch in Absprache mit dem Paul-Ehrlich-Institut uns auf eine Probandenpopulation von geringer als 55 Jahren für diese erste Phase orientiert. Sobald die Verträglichkeitsdaten und die Sicherheitsdaten vorliegen und Immunogenitätsdaten vorliegen und weitere präklinische experimentelle Daten vorliegen, möchten wir diese Studie natürlich auch in einer größeren Population von Probanden testen, darunter dann auch Probanden, die 55 bis über 80 Jahre alt sind. So viel von mir, die Zusammenfassung des Projektstatus. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, jetzt haben Sie alle einen Eindruck, worum es sich handeln wird bei dieser klinischen Prüfung. Ich möchte jetzt kurz nochmal Ihnen einen Ausblick geben und dazu müsste ich die Slides nochmal nach vorne bringen. So, ich hoffe, Sie sehen nochmal die Agenda des Pressebriefings. Wir kommen zum Ausblick. Für Sie alle zur Information haben wir diese Tabelle zusammengestellt. Sie beruht auf Informationen der Weltgesundheitsorganisation, welche klinischen Prüfungen mit spezifischen COV-2-Impfstoffen derzeit gemeldet wurden. Da handelt es sich einmal um einen nicht replizierenden viralen Vektor, beruhend auf dem Erkältungsvirus Adeno gegen Covid-19. Und wir haben hier schon Erfahrungen aus der Entwicklung von Ebola-Impfstoffen gewonnen. Es geht um eine DNA-Impfstoffprüfung der Firma Inovio, USA, ebenfalls eine Phase 1. Ein bekanntes Produkt. Es geht um einen weiteren RNA-Impfstoff, entwickelt von Moderna und dem National Institute for Allergy and Infectious Diseases in den USA. Dann geht es wiederum um einen Adenovirus-Impfstoff in Oxford, im Vereinigten Königreich, der hier ebenfalls schon von Ebola bekannt ist. Und jetzt haben wir hier die weltweit fünfte klinische Prüfung mit Beginn in Deutschland. Und wie Sie gehört haben, werden wir haben parallel in anderen globalen Regionen von der Firma BioNTech mit einem LNP-enkapsulierten mRNA oder
Selbst-Amplifying-Konstrukt insgesamt. Ich möchte damit jetzt unsere Präsentation schließen, bin gerne bereit, genauso wie Herr Professor Sein, weitere Fragen zu beantworten. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur darauf hinweisen, generell ist es so, dass das der Beginn ist einer Entwicklung und dass wir sehr viel mehr Impfstoffkandidaten zur Zulassung führen wollen und müssen. Und wir brauchen ebenfalls mehrere Impfstoffhersteller am Ende, um den großen Bedarf zu erfüllen. Und selbstverständlich steht das alles unter der Überschrift, dass wir global agieren. Wir müssen natürlich einen Impfstoff für Deutschland haben, auch Impfstoffe für die Welt, sodass der jetzige Bedarf wirklich erfüllt werden kann. Und Sie sehen, dass wir hier höchste Priorität diesen Entwicklungen geben und sind aber auch sehr glücklich, dass wir auch gerade in Deutschland zwei Biotech-Firmen haben, die hier sehr aktiv sind, ebenfalls akademische Entwickler und weitere Biotech-Firmen schon vom Paul Ehrlich-Institut beraten werden, sodass die Impfstoffentwicklung hoffentlich schnell vorangehen wird. Damit bin ich am Ende der Präsentation. Ich danke auch Herrn Professor Sein für seine Präsentation und bin jetzt gespannt auf Ihre Fragen. Dankeschön.